Aber zumindest haben wir jetzt, oh Gott, ich werde hier mit Hühnereiern beschmissen gerade. Von Paul und Lukas. Hallöchen, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Und doch, es gibt nochmal ein kleines Server-Update. Eigentlich wollte ich zu dem Server nicht wirklich viel machen. Ich wollte euch auch nicht die ganze Zeit damit belästigen. Das ist nämlich jetzt schon das dritte Video. Und eigentlich war da auch nichts geplant und es ist auch nicht geplant, da regelmäßig Videos drüber zu machen, aber ich bin einfach echt so ein bisschen erstaunt. Und außerdem, ja, euch scheint das zu gefallen. Ich bin echt ein bisschen überrascht gewesen. Das letzte Minecraft-Video hatte wieder 400 Likes, was relativ wirklich krass ist für meinen Kanal. Man kennt ja so ein bisschen, wie viele Likes kriegt man sonst so. Und normalerweise meine GTA-Videos, die ja eigentlich so das bestlaufendste Projekt bei mir sind, kriegen so um die 150 bis 200 Likes. Und das letzte Minecraft-Video hatte, wie gesagt, um die 400. Also das ist schon eine ganze Menge für meinen Kanal. Insofern scheint euch das ja zu gefallen. Also mache ich da gerne noch ein Update zu dem Server, weil es da wirklich wieder sich viel getan hat und weil es wieder viel Neues auch gibt und viel Interessantes auch gibt. Also, was möchte ich euch erzählen? Erst einmal, wie gesagt, danke dafür, dass euch das so gut gefällt. Ich freue mich sehr, wenn ihr das liked, dann weiß ich auch, dass das gut ankommt. Natürlich gab es auch wieder einige Dislikes, aber gut, das ist nun mal normal. Es sind auf jeden Fall schon sehr viel weniger gewesen als beim ersten Minecraft-Video. Da lädt die Map gerade wieder nicht. Okay, dann reiten wir in die andere Richtung. Ich werde auch gleich vom Pferd mal absteigen und fliegen. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ich wollte nur mal eben ein bisschen über die Map reiten, weil ich noch gar nicht geritten bin bisher in dem Spiel. Und jetzt gerade hatte ich hier zufällig das Pferd und dachte ich mir, reite ich mal ein bisschen über die Karte. Also, freie Hühnerhaltung hier. Freilandhaltung, oh Gott, ich werde schon wieder verfolgt. Ich muss aufpassen, dass ich hier abbaue. Es ist wirklich schlimm, ich kann mich auf dem Server nicht mehr frei bewegen. Also erstmal, was hat sich zu dem Server an sich getan? Denn der ist eigentlich ausgelaufen. Der lief nämlich nur bis gestern, oder nee, bis heute um 17:56 Uhr. Jetzt ist es gerade irgendwie 23 Uhr und der ist ausgelaufen. Und die Leute haben aber gespendet für den Server. Bei Nitrado, wo ich den Server habe, kann man spenden. Und wir brauchten irgendwie 59 Euro oder so, ist relativ teuer. Und da haben die Leute irgendwie fast 100 Euro gespendet in den ersten zwei Tagen. Das heißt, der Server läuft jetzt weiter. Und das Gute ist, wir haben jetzt 64 Slots. Wir hatten erst 20, dann 50. Jetzt haben wir nochmal erhöht, weil er schon wieder voll war auf 64 Slots und ja, jetzt ist er auf jeden Fall erstmal groß genug. Ich möchte ihn auch nicht noch größer machen, sonst wird es mir zu voll auf dem Server. Aber zumindest haben wir jetzt, oh Gott, ich werde hier mit Hühnereiern beschmissen gerade. Von Paul und Lukas. Lukas übrigens ein Molle, soll ich sagen, von Paul. Also, ja. Was wollte ich sagen? Genau, 64, es wird mir sonst zu voll. Haben wir auf jeden Fall nochmal erhöht. Sind weiterhin 8 GB RAM auf dem Server. Und der läuft jetzt vor allem erstmal einen ganzen Monat. Der lief nämlich eigentlich nur 3 Tage. Und jetzt läuft der aber mindestens, ja, bis irgendwie Mitte September oder sowas. 30 Tage jedenfalls. Und ich kann nur sagen, danke an die Leute, die da für den Server gespendet haben. Der Brookie zum Beispiel hat einen richtig dicken Batzen gespendet. Und irgendein David und dann noch andere. Es waren viele Leute, es waren sehr viele. Ich kann die nicht alle erwähnen, die da gespendet haben. Auch kleine Beträge teilweise. Aber ich meine, das ist ja im Endeffekt Schniepe, ob man jetzt was Kleines oder was Großes spendet. Denn das läppert sich ja zusammen. Und dann kann man sozusagen gemeinsam den Server am Laufen halten. Weil die Leute hatten ja anscheinend so viel Spaß, dass sie ja weiter spielen wollen. Und deswegen also auch Lust hatten, sich da zu beteiligen. Was mich natürlich freut. Ich sage da auf jeden Fall danke an alle, die das gemacht haben. Aber ansonsten auch. Und deswegen steige ich jetzt mal vom Pferd ab. Und kill das, damit das niemand anders irgendwie klaut. Tut mir echt leid, Pferdchen. Auch wenn es nicht sterben will, wahrscheinlich, weil es eine Diamantrüstung hat. So, okay, wir fliegen mal ein bisschen. Ansonsten hat sich echt viel getan. Ihr kennt ja schon mein Haus, das stand ja schon. Aber da hat sich nochmal einiges getan, alleine bei meinem Haus und ansonsten auch. Auf der ganzen Map hat sich eine ganze Menge getan. Und ich möchte euch da ein bisschen was zeigen und dann noch ganz andere neue Sachen, die wir auch noch haben. Aber erst einmal so. Das Haus kennt ihr ja schon von mir, da hat sich auch sonst noch was getan. Im Garten hat sich was getan. Da zum Beispiel diese Beete und so weiter. Oben sind noch so ein paar Zinnen auf dem Dach. Hier steht noch ein Schild, von wegen unbefugtes Betreten. Kannst du Kick und Bann führen? Ich hatte wirklich Stress, dass ich die Leute von meinem Grundstück fernhalte, weil die sind immer in meinen Garten gegangen und haben dann da die Weizenfelder kaputt getrampelt. Und inzwischen habe ich das hier geregionflackt. Oh shit, jetzt bin ich ins Portal gegangen. Fuck, das war nicht das, was ich wollte. Okay, wir müssen wieder zurück. Und ich muss den Game Mode noch umstellen. Ich habe es nämlich noch nicht richtig gemacht, deswegen stelle ich den nochmal eben auf Creative. So, jedenfalls, was wollte ich sagen? Ach so, genau, ja, die Leute wollten immer auf mein Grundstück drauf und sind dann irgendwie von anderen Grundstücken draufgesprungen, von Bäumen draufgesprungen und haben sich irgendwie hochgeglitscht. Und jetzt ist es aber so, dass ich das gefleckt habe, dass man da gar nicht drauf kann, glaube ich. Jedenfalls ist das mein Haus, das kennt ihr ja soweit. Wir gehen jetzt mal rein. Ist auch alles gelockt. Manchmal lasse ich Leute rein. Hier stehen auf jeden Fall so Dinger, da steht eine Bank. Und ich hatte tatkräftige Hilfe. Ich sage an dieser Stelle mal danke vor allem an Sarah, in Klammern Lumara, die mir bei der Inneneinrichtung bis 6 Uhr morgens geholfen hat. Die Tür kennt ihr ja schon. Und wir haben ein bisschen was innen gemacht. Ist vielleicht noch nicht hundertprozentig fertig, aber es sieht auf jeden Fall schon ganz anders aus. Denn das letzte Mal, im letzten Video, war hier nur Mauer und ich glaube Dreck auf dem Boden. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel Lampen, wir haben Bücherregale, wir haben Pflanzen. Hier haben wir eine richtig coole Couch-Ecke mit einem Fernseher. Und da kann ich auch nur sagen, ja, danke Sarah, die hat das nämlich gebaut hier. Sehr kreatives Mädchen, finde ich nur. Super, dass sie mir das hier gebaut hat. Schöne Blumentöpfe. Die Fenster fand ich auch ganz cool. Die waren aber vorher schon.
Und das sieht auf jeden Fall schick aus. Hier kann man sich gemütlich hinsetzen und Fernsehen gucken. Man kann ja nicht so richtig sowas wie einen Fernseher zum Beispiel bauen. Gibt es bestimmt Plugins für, aber mit den normalen Mitteln kann man sowas nicht bauen. Insofern kann man aber so ein bisschen Sachen andeuten und man erkennt ja eindeutig, was es sein soll, finde ich. Und gefällt mir sehr gut. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen das Wohnzimmer hier unten. Hinten geht's in den Garten, das kennt ihr ja auch. Da sind die Felder, Hühner, Schafe, Kühe, Pferde und so weiter. Da muss man nicht weiter was zu sagen. Dann geht's hier weiter, ist auch alles neu hier. Überall ein bisschen Deko und Teppich haben wir verlegt. Hier ist auch nochmal die andere Seite, ist auch eine Lampe. Ja, gehen wir erst nach oben oder gehen wir erst nach unten? Ich würde sagen, wir gehen erst nach oben. Also eine kleine Hausführung kriegt ihr jetzt. Da kommt auch nicht jeder rein auf den Server. Manchmal mache ich die Türen auf und dann können die Leute rein. Jedenfalls geht man hier so hoch, auch hier ein bisschen Deko. Ich stehe da total auf diese Blumentöpfe mit den Bäumchen drin. Richtig cool. Mag ich einfach gerne. Ach so, zu der Treppe wollte ich was sagen. Die meisten haben auf ihrem Grundstück immer so diese Leitern. Wie heißen die? Leiter heißen die, glaube ich, einfach nur, ne? Genau, diese hier, die haben fast alle immer auf ihren Grundstücken und dann so an der Wand halt. Und ich finde das aber total hässlich irgendwie, wenn man damit sozusagen die Treppe macht. Und deswegen, ich habe lieber richtige Treppen, auch wenn das mega viel Platz einnimmt. Ich finde, das sieht viel besser aus hier. Kann man auch ein bisschen in mein Wohnzimmer noch runter gucken und dann geht's hier mit dem Treppenhaus hoch auf die zweite Etage. Und hier haben wir zum Beispiel auch mein Schlafzimmer. Hier mit Teppich, da ist mein Schlafzimmer, da ist mein Bett. Hier ist mein Pool, warum ist die Tür denn offen? Da hatten wir auch heute schon eine Poolparty mit ungefähr 20 Leuten drin. War auch sehr amüsant. So, dann, ja genau, das ist halt hier so ein bisschen mein Schlafzimmer. Ziemlich viele Bücher, auch wenn ich momentan nicht zum Lesen komme. Hier haben wir noch einen kleinen Tisch, das kanntet ihr aber, glaube ich, auch schon. Beste Aussicht übrigens hier, also da ist der Spawn da hinten. Ich bin also direkt in der Innenstadt, hab so ziemlich das beste Grundstück. Das hatte ich mir auch schon früh gesichert, als noch gar nichts hier war. Und dann ist es um mich rum die Stadt entstanden. Und jetzt habe ich im Endeffekt hier so das Premium, das Villet-Stück auf dem Server. Kommst da rein, kannst da rausgucken. Das hat auch Sarah geschrieben übrigens. Da ist noch ein anderer Balkon, da ist noch ein dritter Balkon. Da kann man sicherlich noch irgendwas hinmachen mal irgendwann. Das Dach kanntet ihr ja, glaube ich, schon. Da sind auch noch so Zinnen drauf. So sieht es jedenfalls oben aus. Das hier ist auch neu zum Beispiel mit den... Das ist einfach ein bisschen Deko, ein bisschen neue Fenster. Also es hat sich einiges getan seit dem letzten Mal. Ihr werdet es, glaube ich, besser erkennen als ich. Ich habe mich ja schon wieder dran gewöhnt. Oben ist übrigens roter Teppich. So. Und dann geht es auch nochmal ein bisschen nach unten. Hier ist auch nochmal eine süße Ecke, finde ich. Sieht auch schön aus. Hier geht es nach unten in meinen Keller. Und hier haben wir zum einen so eine kleine Ecke. Ja, ich weiß nicht, auch mit Bänken, Tisch und... Ach so, das können wir mal wieder zumachen. Da waren Kuchen. Öfen, hier haben wir ein kleines Wasserbecken und eine Truhe, da ist jetzt noch nicht so viel drin, da habe ich irgendwie Müll reingetan. Weil bisher bin ich fast nur im Creative unterwegs und ich werde sicherlich demnächst dann auch mal, wenn ich alles hier geschafft habe auf dem Server, auf Survival stellen, werde alle Sachen wegschmeißen, die ich habe und dann von ganz alleine anfangen, mir was zu erfarmen, Equipment zu farmen und so weiter. Hier haben wir jedenfalls das Badezimmer. Und das sieht auch sehr cool aus. Also ich muss sagen, Sarah hat da echt gute Arbeit geleistet. Hier haben wir ein kleines Waschbecken, ein bisschen Deko, ein Spiegel, dann eine Toilette hier, das soll eine Toilette darstellen. Männer bitte hinsetzen und da ist ein Schalter, der macht allerdings nichts, der soll einfach die Toilettenspülung symbolisieren und dann haben wir aber sogar eine richtige Dusche. Dusche nach dem Duschen bitte säubern, also das hier die Dusche, ich finde man erkennt was es sein soll. Man muss ja immer das nutzen, was man hat in Minecraft, man kriegt ja nicht so viel gegeben standardmäßig an Items, aber ich finde das haben wir hier gut genutzt und eine Dusche gibt es wie gesagt auch. Guck mal, da stellt man sich hier rein, so und dann, pass auf. Dann duscht man. Ich find's Hammer. Ich find's richtig cool. Also ich kenne mich mit diesen Techniken ja mit Redstone und Pistons und so nicht so richtig aus. Aber deswegen habe ich ja so ein paar Gastarbeiter hier und das ist eine richtige Dusche. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Kann ich nur sagen, Dankeschön und die funktioniert, aber wir wollen ja Wasser sparen, deswegen machen wir die aus. So. Wir sind auch gleich mit der Hausführung fertig. Ich wollte das nur kurz zeigen. Einen Raum haben wir hier unten noch. Da ist auch ein Bild an der Wand. Ich meine, gut, den Keller kann man natürlich beliebig erweitern. Hier haben wir noch meinen Lagerraum. Und ja, das ist hier so ein kleiner Stehtisch irgendwie in der Mitte. Und hier sind meine Kisten, da kann man dann, denke ich mal, noch reintun, was man will. Jetzt ist da noch nicht wirklich was drin, weil, wie gesagt, ich bin ja im Creative unterwegs bisher und werde das dann sicherlich alles mal löschen. Und dann kann ich hier die Truhen auch ganz normal benutzen. So, das ist jedenfalls mein Haus jetzt. Also, das letzte Mal waren da nur Wände. Und jetzt haben wir richtige Inneneinrichtungen. Die wollte ich zumindest kurz gezeigt haben und Sarah gedankt haben. Und ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, was würdet ihr noch ändern? Welche Räume würdet ihr noch anders gestalten oder sowas? Dann könnt ihr das gerne mal schreiben und vielleicht ändern wir da noch was. Auch im Garten, wie gesagt, hier die Bäume, da die Beete und so. Ein bisschen was hat sich getan. So, das ist jedenfalls mein Haus. So, und jetzt ganz kurz die Stadt kann ich auch noch zeigen und dann kommen wir noch zu was Drittem. Und dann mache ich auch schon wieder, ich will die Videos nicht so lang machen. Ich will euch nicht überfordern mit meinem Gelabere, aber hier hinten, da hatte ich ja auch schon so ein bisschen was gezeigt. Ich weiß nicht, da hat sich, glaube ich, gar nicht so viel getan. Das sind jedenfalls auch viele Häuser hier. Ein ganzes eigenes Viertel auf der Seite, dann geht's da über eine Brücke zu einem anderen Viertel, da sind auch einige Häuser entstanden. Da lädt die Map da hinten gerade nicht so richtig. Hier sind jedenfalls viele. Ja gut, normalerweise fliegen die Leute halt auch nicht durch die Gegend, ne?
Also hier sind einige Häuser. Dann der eigentliche Stadtkern, den kennt ihr ja schon, das ist da, wo mein Haus ist mit dem Spawn. Da hat sich jetzt nicht so viel getan an sich. Hier diese Grundstücke, doch, da wurden teilweise die Grundstücke ausgetauscht, da haben neue Leute die Grundstücke bekommen oder andere sind umgezogen. Der Spawn hat sich ein bisschen verändert. Hier der Platz ist größer geworden, da war eigentlich noch ein Haus, das ist jetzt versetzt worden. Wir haben hier ein Nether-Portal, wir haben ein Portal zur Farmwelt, die kann ich euch gleich noch ganz kurz zeigen. Und ja, viele Grundstücke, also da drüben auf der Insel ist auch was neu. Und hier sowieso, also wenn ich jetzt mal hochfliege, da seht ihr, das ist richtig viel hier schon entstanden. Das ist eine richtig große Stadt inzwischen. Und das innerhalb von so kurzer Zeit. Guckt euch das an. Überall Häuser, überall Grundstücke. Ich habe noch ungefähr eine Liste, ich habe eine Wordliste, wo ich Leute draufstehen habe in der Liste, wer noch ein Grundstück beantragt hat. Und das sind auch noch über 30 Leute, die noch eins kriegen müssen. Ja, man kommt gar nicht hinterher, die alle so schnell zu setzen. Das ist ein bisschen, also wir haben die maximale Baugrenze auf 256, aber ich lösche das dann trotzdem. Wenn die Leute mir zu hoch bauen oder zu hässlich, dann lösche ich das teilweise. Aber gut, ansonsten können sie beliebig in die Höhe bauen, erst einmal, wenn es gut aussieht. Und nach unten auch. Also hier viele neue Grundstücke. Dann hier die Kirche, kannte das schon. Auch hier, ich glaube, das war alles so noch nicht da. Da auch dieser ganze Block, der müsste auch noch komplett neu sein. Hier ist so ein Sauron, ich muss ja eben auf Tag stellen, da seht ihr das mal. Da baut jemand den Herr-der-Ringe-Turm, wo Sauron da oben das Auge drin hat. Ist noch nicht ganz fertig, glaube ich, aber es sieht schon sehr cool aus. Da müsste dann oben müsste man dann noch so ein rot-oranges Auge irgendwie reinkriegen. Ich weiß nicht, ob man das gut machen kann. Aber es sieht auf jeden Fall schon sehr cool aus. Er hat auch viel mit so Stufen gearbeitet und so, hat sich da auf jeden Fall Mühe gegeben. Und auch hier wieder muss man dazu sagen, wie gesagt, das ist alles erfarmt. Das ist nicht im Creative gemacht. Auch dieser Turm hier ist erfarmt und dann selber gebaut. Und da kann ich nur sagen, Respekt an Chris, der den gebaut hat. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ja, hier hinten geht's weiter. Da sieht man auch noch Fläche, wo noch Grundstücke entstehen sollen. Also das ist, wächst rasant. Man kommt gar nicht hinterher, wie gesagt. Das wollte ich nur kurz gezeigt haben. Dann ganz kurz die Farmwelt wollte ich noch zeigen. Und dann machen wir fast schon wieder Schluss. Ich will euch, wie gesagt, nicht überfordern, aber zumindest einen kleinen Überblick geben, weil ihr es anscheinend auch ganz gut findet, wenn ihr so ein bisschen auf dem Laufenden bleibt. Und es kommen auch täglich viele neue Leute auf den Server, insofern, ja. Kann ich mal ein paar Leute abschießen hier. So, also hier haben wir jedenfalls ein Nether-Portal. Und hier haben wir ein Portal zur Farmwelt. Da kann ich mal eben rübergehen. Normalerweise sollte ich auch meinen Game-Mode Creative behalten, habe ich aber noch nicht richtig eingestellt. Und natürlich folgen mir die ganzen Leute direkt. Und hier kann man außer in dem Bereich um das Ding rum beliebig farmen, also ja, manche haben gesagt, das sollte man nicht machen, man sollte das lieber in der Hauptwelt, das Problem ist aber in der Hauptwelt, da ist ja alles protected, damit die Leute da, ach Gott, die folgen mir mal alle, da ist alles protected, damit da niemand irgendwie Häuser abreißen kann oder sonst wie und deswegen müsste man sehr, sehr weit laufen, bis man überhaupt abbauen kann, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, mit Multiverse eine eigene Farmwelt zu machen und hier kann man alles abbauen, außer wie gesagt in dem Bereich. Auch wenn Leute hier bauen, dann kann man nur sagen, dann ja, selber schuld, wenn das abgerissen wird, weil wie gesagt, hier ist Farmareal und hier können die Leute sich Holz besorgen, Stein besorgen, können sich in die Tiefe graben, hier ist alles frei abbaubar. Aber PvP ist hier aus. Das haben wir jedenfalls und dann haben wir noch eine Sache, müssen wir mal eben schauen, ob wir da uns hin sneaken können. Wir hatten nämlich heute eine neue Idee zu einem Großprojekt, nämlich noch eine neue Welt und zwar gucken wir jetzt mal, ob der da ist. Ah, der ist nicht mehr online, schade. Na gut, dann müssen wir das anders machen. Ich glaube, warte mal, MV, es ist nämlich ein anderes Universum, MVTP Arena. Ich glaube, das ist richtig. Ja, okay, hat geklappt. Also, wir haben nämlich noch eine Flatland-Map erstellt mit Multiverse. Und jetzt denkt ihr nur, was ist das hier für ein Scheiß? Das ist eine flache Map. Ja, das sieht man ja schon. Und wir haben uns überlegt, weil auf dem Hauptserver und in der Stadt und so weiter ist überall kein PvP möglich. Das soll auch so sein. Aber damit die Leute sich dann irgendwann ein bisschen kloppen können, haben wir so ein bisschen ein Großprojekt gestartet, haben uns drei Teams erstellt. 4-5 Leute ungefähr, die haben alle so einen großen Bereich bekommen, wo sie bauen können. Da hinten ist eins, da ist eins und dann gibt es noch ein drittes, das zeige ich euch gleich. Und die haben dann selber so sich überlegt, ja, was wollen wir bauen? Die haben dann natürlich Creative bekommen und können hier auf diesem Universum, auf dieser Karte sozusagen, ja, in ihrem Team eine Arena bauen. Das heißt, es werden drei Arenen entstehen und dann gucken wir mal, welche wir wofür nutzen oder ob wir alle nutzen oder ob wir nur eine nutzen. Und schauen einfach mal, ja, was die sich da ausdenken. Und man sieht hier schon so ein bisschen, das sieht richtig gut aus schon. Das haben die heute erst vor wenigen Stunden angefangen. Und oh, ich weiß gar nicht, ob wir da schon einen Blick reinwerfen dürfen. Ich weiß nicht, ob ich da schon überhaupt gucken darf. Wahrscheinlich sollte ich eigentlich erst gucken, wenn es fertig ist. Aber zumindest so einen kleinen Blick wollte ich mal riskieren. Weil die haben, wie gesagt, heute erst vor ein paar Stunden angefangen. Das sieht schon richtig fett aus. Sieht schon richtig fett aus. Also man muss natürlich dazu sagen, dieses ganze... Die ganzen Ziegel kommen da natürlich weg. Das war nur, um zu zeigen, wo der Bereich ist, wo die bauen können. Und dann steht die irgendwo frei. Vielleicht macht man drumherum noch ein bisschen Fläche. Und dann werden wir wahrscheinlich in die Stadt ein Portal machen, wo man dann irgendwie... Ja, hören wir mal hier ungefähr davor... So, hier dann irgendwo rauskommt halt und dann kann man sozusagen hier reingehen und dann kommt man in die Arena, dann wird hier vielleicht ein Tor entstehen oder sowas und die ist schon richtig fett. Guckt euch diese Säulen an.
Ich kann nur sagen, wie gesagt, wenige Stunden Arbeit, natürlich im Creative, okay, aber zu viert haben sie hier schon eine richtig coole Arena hochgezogen. Die sieht wirklich toll aus. Mir gefällt die richtig gut zumindest. Oh, da baut sogar noch jemand. Mal eben schauen, wer das ist. Aha, okay, der Vangelis 1, der baut hier noch. Na gut, schön. Also die sind hier jedenfalls noch im Bau, ist noch nicht fertig, aber man hat gesehen hier schon, in wenigen Stunden ist hier schon viel entstanden. Ein richtiges Tor für die Arena und ich glaube, es gab auch einen Bereich für mich, wo ich dann irgendwann mal sitzen soll. Hier, glaube ich, da soll ich dann sitzen und dann haben wir Zuschauerränge und so. Also ich bin echt baff, was die Leute hier für eine Kreativität haben und was die hier hochziehen und bauen, wie gesagt, in dieser PvP-Welt, wo dann irgendwann mal wilde Kämpfe stattfinden sollen. So, jetzt haben wir irgendwo noch eine andere Arena. Ich kann aber auch einfach die Portale nutzen, wenn ich sie finde. Müssen wir mal eben schauen. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Jetzt regnet es auch noch. Jetzt können wir eigentlich mal eben Sun machen. So. Mal die Sonne wieder hinmachen. Wo sind die Portale? Da unten sind die Portale. Und da kommt man dann zu den anderen beiden Arenen derzeit noch. Das wird natürlich alles noch anders aussehen. Wie gesagt, die Idee ist erst wenige Stunden alt. Hier kommt man zur Arena 3 und Arena 1 und da kommt man raus, wenn man hier zu der Arena geht. Also gehen wir mal zur Arena 1, die ist von Team Fatalia. Und hier liegen irgendwelche Sachen rum, warum auch immer. Können wir auch mal eben reinschauen. Ich weiß nicht, die haben, glaube ich, noch nicht so viel gemacht. Genau, ja, nee, da ist noch nicht viel entstanden. Das Team hat noch nicht so richtig was. Also man muss sich überlegen, die hatten alle dieselbe Zeit. Und auf dem anderen schon für eine fette Arena steht. Und hier stehen nur so ein paar Gebäude. Aber gut, bin gespannt, was die da noch bauen werden. Die haben ja noch Zeit. So, und dann schauen wir uns nach eben die ist dritte an. Ich wollte nur mal so ein bisschen Überblick geben. Wie gesagt, ist noch nicht fertig, aber man kann ja schon mal so ein bisschen spinksen. Arena 3. So, da kommen wir hier irgendwo raus. Ach so. Und da können wir auch noch schauen. Und da, glaube ich, als ich das letzte Mal gesehen habe, war es schon ziemlich cool. Ich glaube, wir riskieren mal einen Blick. Ist was anderes. Ist eine andere Idee. Ist keine richtige Arena, aber wird auch so ein Gebiet, wo man vielleicht PvP machen kann oder sowas. Ey, das ist ja auch eine coole Idee hier. Holzstämme, die da irgendwie eingekettet sind, jetzt kriege ich natürlich Schluck auf, super. Holzstämme, die eingekettet sind, dann haben wir hier ein Sägewerk, zumindest würde ich sagen, sieht aus wie ein Sägewerk. Und wir haben hier eine Straße, also es ist so wie so ein Ausschnitt aus einer kleinen Stadt. Und ich könnte mir vorstellen, hier kann man auch ziemlich coole PvP-Battles dann machen. Ich bin mal gespannt, was die da noch bauen, sieht auf jeden Fall schon sehr cool aus. Kleine Hütten, Wiesen, sogar ein richtiger kleiner Wald und das auf diesem kleinen Gebiet hier. Ein Haus, da hinten haben wir einen Kran und noch ein Gebäude und so und ich glaube, hier kann man auch sicherlich cool, und hier sieht man gefällte Bäume. Und hier die Wälder und dann die Blumen und da so ein Fluss runter. Das sieht auch schon richtig gut aus. Quäl mir super, was die da aufgebaut haben. Team Inchen ist das, glaube ich. Inchen ist ein Mädchen, glaube ich sogar. Und die waren also auch zu viert und haben ja auch schon richtig cool gebaut heute. Ja, wollte ich mal gezeigt haben. Wie gesagt, drei Gebiete, die wir jetzt gerade im Bau haben und wo dann vielleicht PvP stattfinden kann oder weiß ich noch nicht. Müssen wir uns mal überlegen, was man da machen kann. Schreibt mir auch mal, was ihr davon haltet. Erstens von der Arena, zweitens von dem hier und ja, drittens von dem dritten, aber das ist jetzt noch nicht so viel. Da ist noch nicht so richtig was entstanden. Gut, das war's im Endeffekt auch schon. Was heißt auch schon? Wir haben ja auch schon wieder relativ lange gelabert hier. So. Gut. Also der Server ist jedenfalls wieder rasant gewachsen. Hier, wir haben eine Farmwelt jetzt. Wir haben einen PvP-Bereich, der noch im Entstehen ist, aber der dann irgendwann sein wird. Und es sieht einfach genial aus. Und ich finde es vor allem einfach immer noch super, ja, wie kreativ die Leute sind. Dann kommen die auf einen zu und sagen, hey, wir würden das gern bauen, das gern bauen. Und es gibt auch noch ein richtiges Schmankerl. Insofern muss ich zumindest noch ein Video machen. Der Pro-Schlatter, das ist bisher der erfolgreichste und beste und größte Bauer auf diesem Server hier. Der ist momentan noch im Bau einer Burg und die ist wirklich genial. Der hat so einen Berg entdeckt, irgendwo weiter draußen auf der Map hier. Und der sah richtig toll aus, da fließt so Wasser runter und richtig hoher Berg mit Schnee oben drauf und so weiter. Und da baut der eine riesige Burg, die ist aber noch nicht ganz fertig. Und die werde ich euch dann wahrscheinlich noch irgendwann in einem extra Video zeigen. Ich glaube, da kann man fast ein ganzes Video drüber machen. So, der arbeitet da schon seit bestimmt 20 Stunden dran oder so. Naja, schauen wir da mal. So, ich habe wieder viel gelabert und ihr seht, es ist rasant und riesig gewachsen und ich find's genial. Wenn ihr Lust habt, 64 Slots haben wir jetzt inzwischen, dann schaut einfach mal vorbei. Die IP zu dem Server findet ihr wieder in der Videobeschreibung. Und genauso die TeamSpeak 3 IP, wobei auch der inzwischen immer voll ist. Ja, danke fürs Zuschauen und zeigt mir wieder weiter fleißig mit euren Likes, dass euch das gefällt, wenn euch das gefällt. Und wenn ihr noch ein Update sehen wollt, wenn nicht, dann machen wir kein Update mehr. Ich mache das eigentlich auch nur, weil ihr da offensichtlich so viel Interesse dran habt. Und ich meine, ich zeige natürlich auch gerne, was wir hier so auf die Beine stellen. Bis zum nächsten Mal, ich bin raus, Herr Walle, und schaut euch mal jetzt im Auto, da habe ich das verlinkt, das Video an zum Tesla, wenn euch sowas interessiert, das ist ein Auto, und das konnte ich in Norwegen antesten, und wenn euch das interessiert, habe ich ein ziemlich cooles Video dazu gemacht, könnt ihr das mal anschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, im Auto. So, bis dahin, ich bin raus, Herr Walle aus Minecraft, bye bye!